Ich glaube, wenn wir hinterher raus sind, vielleicht sind wir einfach nur reich, weil wir so viele Zombies verdroschen haben. Und zwar. Ich brauche wieder das Holz. Und ich brauche wieder Licht. Also hier, den haben wir ja schon. Und sieht das darauf an. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich mich verzählt. Mann. Also ich hoffe, das ist für euch jetzt nicht zu langweilig, aber ich muss hier halt ab und zu ein bisschen dabei mich anstrengen. 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück hoch. Okay. Merkt euch das mal, sagt mir das, wenn ich mich verzählt habe. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht zu langweilig ist, weil ich muss mich hier halt mal ein bisschen anstrengen, um das Ganze ordentlich zu machen. Das gehört halt dazu, dass Bauen da ein bisschen eintönig ist, aber ich möchte euch trotzdem eigentlich recht gerne dabei haben, weil es wäre irgendwie ein bisschen doof, wenn nicht, wenn ich alles alleine mache. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hatte doch 7 gesagt, oder? Vielleicht habe ich jetzt Pech gehabt. Da weiß ich noch, dass sie 4 waren, dann will ich 2 nach innen. Und dann kommt das Ding in der Mitte. Das heißt, das brauchen wir noch nicht. Also wir müssen jetzt hier weiterbauen. Das auf beiden Seiten haben. Und einer noch, glaube ich. Sieht auf jeden Fall schon mal gar nicht so schlecht aus. Und zwar habe ich das dann, glaube ich, so gemacht. Da habe ich natürlich wieder einen zu viel gesetzt. Und einen zu viel weggehauen. Und schon wieder ein zu viel gesetzt. Oh Mann! Nils, mehr Konzentration. So, jetzt aber. Und dann das. Ich würde sagen, das sieht eigentlich soweit auch ganz gut aus. Ja, das dürfte passen. Dann kommt jetzt der Teil, in dem ich mich hinstelle und ganz viele Wände mache. Und dann anfangen das Glas. Aber erstmal machen wir ganz viele Wände. Wenn wir die Grey Brick Walls für die Mitte und ich glaube, wir haben noch recht viel von diesen roten Wänden, das heißt, von den roten Steinen, das heißt, ich werde für die Kanzel auch wirklich die roten Steine als Hintergrundfarbe nehmen. Dann haben wir da ein bisschen Abwechslung drin, das hat nicht alles hier den Einheitston. Und eine Kante ist dazwischen ja sowieso, wo ich gleich nochmal ein paar Türen bauen muss. So, zwei Stück. So, lass das mal so, machen davon noch reichlich. Da kriegen wir auch einiges zusammen. Ja. Komm, schwupp, hier ein bisschen Beeilung. So. Und zwei Türen hatte ich gesagt. Und dann stelle ich mich jetzt mal hin und fange an, die Kanzeln zu füllen. Ihr seht schon, ich muss hier... Das war schon wieder zu viel. Zum Glück habe ich hier nicht mit Holz gebaut. Ich habe mal ein... habe in einer anderen Welt ein Holzbaumhaus. Und da war es dann jedes Mal, wenn man an einer Kante einen zu weit gesetzt hat, musste man erst das Holz, das man da hingesetzt hat, wieder abmachen, automatisch, wenn man mit dieser Feuerachs gearbeitet hat, um dann den, eigentlichen dahinterliegenden Stein, den man falsch gesetzt hat, wieder rauszubekommen. Das war nicht Stein, sondern Holzwand ist es dann ja, mit der ich da arbeite, damit es schön aussieht, aber trotzdem war das da recht unpraktisch. Das ist hier besser. Aber da ich euch jetzt nicht die ganze Zeit langweilen will, ich mich einfach nur hier rumklicke und Steine setze und ihr zuschauen könnt, wie oft ich mich verklicke, schneide ich das jetzt einfach mal. Ich bin gerade überlegen, ob ich da nicht vielleicht sogar besser einen... Ja, ich mache das so, ich nehme das weiter auf, aber ich mache einen Zeitraffer hinter da drüber und überlege mir noch, welche coole Musik, die ich da drüber legen kann. Das heißt, ihr seht das hinter einfach in geraffter Zeit. Also dann jetzt ein Macht's gut und wir sehen uns wieder, wenn ich das Ganze fertig habe. Willkommen zurück. Wie ihr seht, ist hier die Hintergrundwand jetzt fertig. Und wir können mehr oder weniger sagen, das Gerüst steht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich es wie geplant zu meinem einmonatigen Erscheinen geschafft, Let's Play geschafft habe, da ich die Filme jetzt, oder die Folgen jetzt noch nicht geschnitten habe. Und daher nicht weiß, wie lang genau das wird. Aber ich hoffe, so ungefähr grob passt das. Und ich fange jetzt noch an, hier ein paar Böden reinzuziehen, damit das Ganze ein bisschen wohnlicher wird und man schon sehen kann, was ich so an in die Richtung, wie das denn ausgehen soll. Lichtquellen kommen immer noch nicht, denn für Lichtquellen möchte ich gerne Lichtquellen aus dem Dungeon benutzen. Und dafür werden wir, das kann ich euch jetzt schon verraten, als nächstes zusammen in den Dungeon gehen.
und dort quasi plündern, um damit unser Haus einzurichten. Und dort, ja, Dinge abreißen und einstecken. Hier und da, hast du nicht gesehen? Ich weiß, das sieht jetzt ziemlich unsymmetrisch aus, wie ich gebaut habe, aber so schlimm finde ich das gar nicht. Obwohl, wir können das mal ein bisschen umstrukturieren, ja. Ich kann nämlich, fällt mir da auf noch einen Weg, noch eine Ebene rausschlagen. Wenn ich nur, obwohl, na, passt sogar. Indem ich mich einfach hinstelle und das hier weg hinhaue und diese komplette Reihe nach unten verpflanze. In die Kanzeln wird sowas dann auch reinkommen. Außerdem werde ich wahrscheinlich schrecklich viele Türen brauchen. Nicht Türen brauchen, Truhen brauchen. Man fällt beides mit Tieren, kann man zum Beispiel sprechen. Dafür werden wir auch den Dungeon nutzen, hoffentlich. Weil da gibt es schrecklich viele Truhen. Und die wir natürlich plündern wollen, aber die wir dann auch mitnehmen können, hoffentlich. Um hier wirklich viel Truhen reingebaut zu bekommen. Ich sehe es aus, als hätte ich hier schon wieder was falsch gemacht. Ich bräuchte eigentlich mal Anschauungstruhe. Ja, also das Problem ist, da passt nicht drauf. Ja, das Problem ist, wir haben hier wirklich einen Platz zu wenig, eine Reihe. Dann kann ich die eine Reihe hier komplett wieder abbauen. Weil dann fehlt uns da wirklich ein bisschen Platz. Schade, das ist genau eine Reihe zu wenig. Das sah erst so aus, als würde das passen. Naja. Nach dem ganzen Gebäude gibt es dann, wie gesagt, dort wieder ein bisschen Action. Ich werde jetzt mich noch hinstellen und hier mit euch zusammen die letzten Sprossen einbauen. Ich denke, das sollte sich recht zügig machen lassen. Und schon mal ein bisschen dazu planen, was ich gerne wohin bauen möchte. Und dazu überlegen, weil, na, die hätte ich jetzt eigentlich aufnehmen wollen. Hier so an so ein paar Kanten müssen natürlich welche ran, da und die Möglichkeit hat, hier entspannter hochzukommen. Ich würde sowohl hier als auch auf dem rechten Äquivalent zu dieser Fläche gerne, also auf der rechten Seite im Äquivalent, gerne ein bisschen Deko hinbauen. Wobei Deko heißt etwas mit Pflanzen oder so, weil A, ich finde Pflanzen eigentlich ganz angenehm zur Gestaltung. Und zum anderen füllt die Wohnung so ein bisschen mit Leben und Inhalt. Also das ist dann nicht einfach nur irgendwelche Bücherregale oder Tische oder Stühle oder Gemälde, sofern wir das dann umsetzen können. Was genau wir davon alles umsetzen, verrate ich euch aber noch nicht. Auf jeden Fall, Pflanzen sind da auch eine schöne Möglichkeit, die ich dann gerne wahrnehmen möchte. Weil man kann ja nicht halt nur alles mit Truhen dekorieren, also kann schon, aber sieht dann halt nicht mehr gut aus. Und das soll hier und hier rechts, wisst ihr, was hinkommt, vielleicht auch hier in die Mitte. Daher wird hier jetzt nicht so viel verteilt. Sondern da lassen wir uns Raum für Dekomöglichkeiten. Genauso auch diese Lichtkuppel oben. Da habe ich zwar die Wand hintergebaut, wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob die Wand da wirklich gut ist. Oder ob ich mich nicht irgendwie hinstelle und die komplett wieder rausreiße. Eigentlich muss die Wand da halt sein, weil wir brauchen ja irgendwie einen Schutz vor Monstern. Damit die uns dort nicht in unser Laster kommen. Wenn wir Glück haben, kommt irgendwann in einem der Updates mal ein ja, Glas. Wand, das wäre natürlich cool, dann könnte man das wirklich ersetzen, sonst muss bis dahin die Wand vermutlich erstmal bleiben. Auf jeden Fall möchte ich das da oben halt auch so ein bisschen in einem schlechten Film würde man jetzt sagen, mediterran einrichten, also zumindest da auch ein bisschen das Ganze auf Schönheit gehen und das Ganze schön knuffig aussieht und mal sehen. Ja, das sind so die Wände hier, ich kann hier noch eine hinbauen, damit man dort höher, schöner hochkommt. Das ist unser Gebäude soweit. Ich werde mich jetzt schon mal hinstellen, ein paar Truhen, die wir haben, hochschaffen und quasi den Umzug beginnen. Und wir sehen uns hier wieder, wenn der Umzug begonnen ist und ihr begutachten könnt, was hier oben drin ist und wir uns dann zusammen aufmachen in den Dungeon. Also bis dann, Leute. Macht's gut und einen schönen Tag noch.